lang keine Story gemacht, mal ein bisschen Update und Content für den B-Weekly erstellen. Das steht jetzt an. Ja, also ich hatte in den letzten 3 Wochen keine Zeit gefunden, das irgendwie zu erstellen, weil es super, super viel zu tun gab. Ja? Also total ruhige Situation. Es gibt Kunden, die haben alles pausiert und es gibt andere Kunden, die haben so aufgedreht, dass ich regelmäßig nochmal abends arbeite, und um Herr der Lage zu werden. Die haben teils ihr Ad-Spending verdreifacht, ja, also ganz ordentlich in der Zeit, ganz spannende Sachen erlebt, ja, wie man YouTube ganz neu nutzen kann. Die Anfragen gingen auch wieder hoch, also wesentlich mehr Anfragen in den letzten Wochen bekommen. So im Schnitt werden das so 2 am Tag gewesen sein. Ja, kann da leider nicht alle abdecken, ja, einige funktioniert nicht. Dann haben wir noch was ganz Spannendes gefunden, da will ich auch nochmal ein Video zu machen, und zwar gibt es gerade Förderung. Und zwar können sich Firmen, die gerade von dem Corona betroffen sind, bis zu 4.000 Euro komplett zu 100% fördern lassen, sprich, ich bringe meine Dienstleistung ein und sie müssen nichts bezahlen. Aber dazu, wie gesagt, nochmal ein extra Video, muss ich auch nochmal schauen, ob das so gut läuft, ja, ob das dann auch wirklich, ob ich dann letztendlich auch das Geld bekomme von der BAFA. Mit der geht das nämlich. Ich finde das halt super, super spannend für Unternehmen, die Strategie bzw. Konzepte wollen. Die sind ja bei mir relativ teuer und die kann man dann darüber ganz gut abwickeln. Und ich glaube, das hilft auch besonders, die Strategie erstellen zu lassen bzw. ein Konzept. So, dann habe ich Fragen bekommen. Und zwar, wenn ich mal hier gucke. Hier sind die Fragen drin, welche Tools nutzt du den ganzen Tag, welche Tools wäre super zu erfahren, wie du dein berufliches Leben organisierst, um Überblick und Motivation zu erhalten. Also, wir nutzen verschiedene Tools. Ich glaube, so das größte, spannendste Tool ist die G Suite, die wir nutzen. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Ja, also Google Cloud. Also da kann ich gerne mal ein Video drüber machen. Lass einen Kommentar da, schreib einfach die Tools, die ich jetzt nenne, in den Kommentar rein, und dann mache ich entsprechend dazu auch nochmal Videos. Habe ich auch schon gemacht, die wir gleich erfahren werden. Also zu G Suite, zu Google Cloud habe ich noch keins gemacht, aber das ist so wie Microsoft 365 super, super gut. Es macht sehr, sehr viel Spaß, damit zu arbeiten, und das ist das größte und beste Tool, was wir haben. Dann haben wir noch so Offline-Tools. Ich komme gleich noch zu den Online-Tools. Offline-Tools, so guter Rechner, ergonomische Maus, Tisch, den man hoch und runter fahren kann. Lauter so ein Kram halt, ne, gehört halt dazu. Und gute Kopfhörer. Das ist auch ein Ding, was ich als sehr essentielles Tool empfinde. Einfach gute Noise-Canceling-Kopfhörer ist mega. Will ich nicht mehr ohne. Dann weitere Tools, die wir nutzen, sind Trello. Da mache ich definitiv mal ein Video zu. Zu Zoom habe ich schon ein Video gemacht. Das nutzen wir besonders, oder ich, für Coachings, ja, oder für Wissenstransfer. Google Ads Editor ist auch ein Tool, was wir nutzen. Wir haben ganz viele selbstgebaute Tools, die uns Arbeit abnehmen im Management, Kampagnenmanagement. Was haben wir noch? Und ehrlicherweise war es das eigentlich schon. Irgendwas anderes Großartiges nutzen wir gar nicht. Braucht man nicht. Ja, in der Google Cloud ist Word, Excel, so ein Kram alles drin. Ja, und unser eigenen Kram. Dann habe ich noch ein anderes Tool. Calendly heißt das. Ist schon cool. Und das war's. Mehr habe ich, glaube ich, nicht.